Und hallo und willkommen ja, zu einem Info-Video, das du nennen kann. Ja, ich mache schon am Mike oder wie auch immer. Ich weiß jetzt wirklich, dass mit dem Chat, aber naja. Ja, ich gehe am Freitag, also morgen, oder keine Ahnung, wann das Video rauskommt. Ich hoffe, wann auf YouTube startet oder nicht. Einfach am Freitag, den 9. Januar, mit mir verfehlen. Da ich im Sport einen Unfall hatte. Und damit mein Knie richtig hart beschädigt ist. Was heißt beschädigt? Ja, beschädigt heißt kaputt, pot. Denn ich muss bei meiner Kniescheibe das Bett so gesagt, also, das ist noch nicht so gesagt bekannt, aber wir haben es jetzt mal so angesehen, also das Bett, so gesagt, wo die Kniescheibe drin ist, ist so ein bisschen, so gesagt, ein U, wo die, also eben, wo die Kniescheibe halt drin ist und so. Und das ist bei mir eventuell nicht so, meine Kniescheibe ist generell zu weit oben. Ich muss eventuell noch ein bisschen Knochen absagen, muss eine Sehne von der Wade muss ich noch wegnehmen und dann über die Kniescheibe drüber ziehen, weil meine Kniescheibe einfach instabil ist und die jeden Moment wieder rausfliegen kann. Und ja, ich wollte einfach euch sagen, eben, dass ich einfach da jetzt im Operieren bin und so. Und ja, das ist ja so halt informiert auch seit. Und ich war am 6. Januar, war ich da 4 Stunden lang im Spital, will ich keine Sau antun, ernsthaft, für so eben eine Besprechung, ob ich jetzt operieren kann oder nicht, ob ich noch ein bisschen warten muss, keine Ahnung. Und ja. Also was ich dort machen musste, war Blut entnehmen, so 3 kleine Gläser, so gesagt. Dann muss ich zu einer Frau gehen. Das musste ich jetzt schon bei dir machen. Weil genau, du musst dich einfach abklären, so ob ich Medikamente nehme, ob ich irgendwie allergisch bin gegen irgendwas, so generelle Sachen, weil sie wissen müssen. Dann da, wenn sie mich operieren, falls ich dann da irgendwie eine Afel oder so bekomme, was ich nicht habe, aber einfach, dass sie dann Bescheid wissen, sozusagen. Und ja, dann musste ich eine halbe Stunde warten oder so, bis ich wieder dran kam, zu einer anderen Frau zu gehen, und die mir dann, also die mich dann gefragt hat, ob ich eine Vollnarkose will, also das heißt, dass ich ganz weg bin, dass ich wirklich 2 Stunden lang schlafe, weil die Operation halt dann 2 Stunden lang geht. Also eben, ob ich 2 Stunden schlafe und danach einfach nichts essen mag und dann halt brechen muss. Oder ob ich eine Teilsnarkose will. Da werden 2 Spritzen im Rücken, also zwischen den Wirbelsäulen gespritzt, und dann ist man von dem Oberschenkelteil oder ein bisschen weiter nach oben bis ganz unten zu den Füßen gelähmt, so gesagt, also man hat einfach das Gefühl, dass man gelähmt ist. Man kann sich einfach nicht bewegen, 3 Stunden lang. Aber man ist dann, sagen wir, fitter. Ruheplatz. Ja, man ist einfach fitter, kann dann wieder essen, und sonst so. Und das geht bei einer Vollnarkose einfach nicht. Weil einfach eine Vollnarkose, eben, da ist einfach ganz weg und so. Und ja, bei einer Teilnarkose nicht. Und ich habe mich jetzt für die Teilnarkose mal entschieden, aber sie können dann, wenn ich will oder möchte, einfach noch eine Vollnarkose machen. Aber mal schauen. Und vor allem, ich finde es noch voll geil, bei der Teilnarkose kann man noch Musik hören. Oh mein Gott! In der Operation Musik hören, dass man nicht da die Teile da hört. Also die Maschinen und so. Und ja. Dann bin ich etwa so
4, 5 Tage Aufenthalt im Spital und ja, dann kann ich wieder nach Hause, kann die ganze Woche nicht in die Schule. Und ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch da gefallen, was ich da gemacht habe mit dem Zielgrenzer, mit dem Jetpack. Ui, ui, ui. So. Ein bisschen Band. War das jetzt die Ziege? Ja. Mal schauen. Ne? Ne? Ja, okay, das war die Ziege. Oh mein Gott. Was ist die Ziege für ein Knall? Na egal. Ach, dann. Bis dann. Also bis. Ja, irgendwie in 2 Wochen oder so. Und ja, einfach dann. Bye, Leute. Und schaut schon geil schon so. Ja, da Sachen. Ja, da Sachen spielt und so. Und ja, dann sag ich mal. Adios. Und bis dann. Bye, Leute.